Hallo Oldtimer-Freunde, jetzt geht's weiter mit der Ente nach Frankreich-Wiesembourg zum Jean-Claude Becker. Der Mann ist der absolute Velosolex-Profi, der alles reparieren kann, fast jedes Modell in der Sammlung hat und sich mal richtig, richtig krass mit der Technik auskennt. So, willkommen in Frankreich. Das Thema ist schon speziell, aber es war dann wirklich so interessant, dass ich selbst kurz davor bin, mir eine Velosolex zu kaufen. Da ist schon mal ein Ausstellungsstück. Du, tatsächlich. Die Sammlung besteht so aus 55 Modellen. Ich habe versucht, jedes Modell zu bekommen. Es fehlen zwei Stück. Solex hat ja zwei Lizenzen verkauft, eine nach Holland, da ist der Holländisch. Die haben alles auf eigene Regie gebaut, aber immer das System mit dem Antrieb ist immer gleich geblieben. Und die andere nach Spanien. Und der Solex ist dann gebaut worden in Spanien von Orbea. Orbea ist eine ganz berühmte, bekannte Fahrradfirma in Spanien. Und da ist halt sehr, sehr, sehr schwer an so einer ranzukommen. Beim klassischen Velosolex-Antrieb wird das Vorderrad über eine Reibrolle angetrieben. Der Zweitaktmotor ist klappbar an der Gabel befestigt, hat einen Hubraum von 49 Kubik, früher mit einer Gemischschmierung von 1 zu 25, heute eher so 1 zu 50 mit modernen Ölen. Und ungedrosselt ist dann die Höchstgeschwindigkeit bei dem Modell 3800, ungefähr 30, vielleicht maximal 35 Kilometer pro Stunde. Ein großer Kritikpunkt bei der Velosolex ist es also bei nasser Straße, oder einem abgefahrenen Vorderreifen kam es häufig zu Problemen mit der durchrutschenden Reibrolle, also was die übertragene Kraft deutlich reduziert. Aber es ist ein Kinderspielzeug. Vorne ist ein Kunststoffmotor mit einer Rasel, das Kind hat immer gedreht. Also, ja. Okay. Und es ist der Solex F4, es ist die Rarität. Okay, okay. Ja. So, und er will das, und er will auch nichts her. Gut. Alles, was wir bei mir sehen, ist immer alles im fahrbaren Zustand. Oh, super. Funktionell auch, ja. Zugelassen. Ja. Und immer so nah wie möglich an der Originalität. Ich mache nichts. Thank you.
typischen Reibrollenantrieb auf dem Vorderrad erschien 1940. Der kleine schnucklige Motor mit Nasenkolben leistete 0,4 PS bei 200 Umdrehungen pro Minute. Die VeloSolex 2200 0,7 PS. Laut Werbeslogan ist die VeloSolex das Fahrrad, das von selbst fährt. La bicyclette qui roule tout seul. Sie dürfen mich, ich bin da für das. Jede Frage, wo Ihnen durch den Kopf geht. Es hat ja jedes Land seine Bestimmungen. Ja? Und es fängt ja schon mal an zwischen Deutschland und Frankreich. Weil der TÜV, erstens mal, der Solex in Frankreich ist angegeben mit 35 km/h. Und das war für Deutschland zu schnell. Ja. Ja, wir hätten 25. Wir hätten 25. Und dann hat der TÜV nie genehmigt, dass die Beleuchtung auf etwas draufsetzt, wo es sich bewegt. Ach so. Dann hat er die ULO-Lampe bekommen, die fest ist am Rahmen. Am Rahmen. Ah, okay. Weil wenn sie den Motor aushängen, bewegt sich die Beleuchtung. Ja, verändert sich das. Ja? So. Der Solex wird ja angetrieben hier durch eine Walzrolle, wo man versucht hat, sehen Sie, hier ja. Einen Straßenbelag zu reproduzieren. Aha. Ja. Und der deutsche Solex hat einen Durchmesser 38 bekommen statt 42. Ja. Und dann war es immer noch nicht genug. Und dann haben sie im Einlass vom Zylinder eine Drossel eingeschlagen. Aha. Das heißt, gehärtete Stahlbüchse. Ja, man reduziert den Durchmesser und Durchfluss. Pedale. Und sogar wenn sie Fußhaltung haben, ja, müssen Pedale. So, jetzt die Frage. Die Frage, wer hat die Frage gestellt? Hier. Ja. Hier haben wir was Außergewöhnliches. Wenn man es genau betrachtet, sieht man, dass von der Optik her was nicht stimmt mit den kleinen Rädern. Das ist speziell gebaut worden für Holland. Der Durchmesser von den kleinen Rädern haben sie dürfen fahren in Holland mit dem Ding auf ihren großen Fahrradwegen ohne Helm. Ach, deshalb hätte man dann nämlich dieses. Ja. Ah, okay. Ja, das hätte dann was mit der Geschwindigkeit zu tun. Und ich runtergedrosselt auf ich glaube, 20 km/h. 20 sogar? Ja. Deutschland ist 25. Und das auch hier? Oder das auch? Das hier ist der Solex Micro. Das ist immer kleiner. Das ist auch so was Spezielles. Da wir in Frankreich vieles machen im verkehrten Weg, ja. Da haben sie zuerst 400 produziert und sind dann zu der Abnahme gegangen, zu der Entnahme für die Zulassung. Und da haben die Ingenieure gesagt, es ist kein Solex. Ja, wieso ist kein Solex? Weil er hat keine Pedale. Oh. Ach so. Ja. Dann haben die Ingenieure dann aufgebrummt, wenn er mit dem auf die Straße fahren wollen, muss er sofort zugelassen werden. Zulassung. Dann braucht er eine Lampe wie ein Motorrad mit Abblendlicht und Kilometerzähler und Hupe und Motorradführerschein. Jetzt sind die Dinger zurückgezogen worden und sind viel in Prévention-Routier, also in Fahrschule. Ja. Ah, okay. Jetzt kann es sein, wenn einer, ich sage es, mein Opa oder einer von meinen Vorfahren den Motorradführerschein gemacht hat, haben wir vielleicht das so mit ihm gemacht. Ja, krass. So, jetzt guckt mal, jetzt will ich euch noch was zeigen. So lässt sich ja auf den Markt kommen, 1946. Ja. Und sie sind aber produziert worden mit, wir hatten in Frankreich eine Fahrradfirma Alcyon. Die haben noch später kleine Mopeds gebaut.
Und also, und da haben sie am Anfang die Rahmen genommen von der Fahrradfirma. Ja. Jetzt gucken wir mal, die waren ja nicht. Hier ist Ersatzbirn drin für vorne und für hinten. Stark. Gleise? Ja. Ja, Gleise. Das ist eine gute Idee. Ja. Und das sind halt die Sachen, wenn die gesucht werden, da muss halt früh aufstehen. Ja. Mhm. Ja. Krass. Hier zum Beispiel, der erste, der hat einen Zusatztank zwischen den Beinen. Das ist gerade so was, also da muss, ja. Also als Reichweiteverlängerung? Ja, also, sagen wir mal, das ist ein Langstreckenfahrzeug. Genauso wie die Tanks da, wo an der Gabel hängen, ja. Ja, das sind alles Zusatztanks. Jetzt muss ich sagen, hier ist Solexin, ja. Die sind ein Jahr, also 46 waren sie auf dem Markt. Während der deutschen Besatzung haben sie ihren Leuten Solex gegeben als Probe, weil ihre Spezialität war ja die Vergaser. Und die hatten damals schon eine Betrieb, also eine Firma, wo Vergaser gebaut hat in Yokohama. Oh. Der Solex. Ja. Dann sind sie, 1947 sind sie zu BP gegangen und haben gesagt, wir brauchen ein fertiges Gemisch für das Solex. Das Gemisch muss aber zwei Eigenschaften mitbringen, das heißt, garantiere die Langlebigkeit vom Motor zu garantieren und das ewige Problem vom Zweitaktmotor, die Verrostung zu neutralisieren. Und dann hat BP Solexin gemacht, da konnte man zum Händler gehen, die waren verkapselt. Ja. Hier ist noch. Ach, Solexin. Hier ist noch eine verkapselt, ja. Da ist man mit. Und die waren auch, was ich consigne, Pfand. Ja, siehst du, da ist 1,20 Pfand drauf. Mhm. Neben den ganzen Solexin-Kanistern, die der Jean-Claude gesammelt hat, sehen wir jetzt die Solex 5000. Die Solex 5000 aus dem Jahr 1971 bis 1975 gab es in 5 Farben, und zwar signalweiß, lichtblau, reinorange, zinkgelb und schwarz. Das ist das letzte, wo ich gemacht habe, letzte Ausstellung 2019 in Weißenburg. Der Gerhard hat auch sehr, sehr gut Bescheid gewusst. Hier zum Beispiel die ganze Karikatur von René Rabo, wo die Werbung gemacht hat für Solex. Das Männel oder hier, ja, das ist alles René Rabo, wo hängt noch ein Plakat, da vorne auf der Autoschattel, das hat er auch gemacht. Mhm. Ja, 2018, das ist alles René Rau und der Gerhard, wo er gestorben ist, hat ihm keine Hilfe können mehr in Heidelberg, hat er seine Tochter geordert, ich soll kommen, alles was Plakate sind,
nenne mich das Hauslehrer, mhm. Plakate und waren noch drei Solex-Dosen, das soll alles zu mir kommen. Und drei Betriebsstätte in Paris, eine Firma, die haben nur die Geräte gemacht, die Werkbänke, die Prüfstände für die Händler als Richter. Ja. Ich habe einen Prüfstand, aber er ist 380 Volt und das habe ich nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt hier selber eine gebaut mit Normalstrom. So, ihr wisst ja, dass der Motor muss ausgehängt werden. Ja, und es sind zwei Federn, wo der Motor runterziehen auf der Reifen. So, warum mache ich jetzt den Ventilator an? Ich hatte am Anfang, wo ich Motoren renoviert habe und habe so probiert, auf dem Ständer sind mal zwei Motoren fest. Ja, ich denke, verdammt nochmal, was ist das? Bis mir einer gesagt hat, still den Ventilator vorne drauf. Ja? So. Ich habe euch gesagt, alles, was ihr bei mir sehen, muss alles im funktionellen Zustand sein. Ja? So, jetzt. Sehr wichtig ist das Tanker. Ja. Jawohl, Kasper, das ist gelaufen. Du hast recht. Aber wir haben in Deutschland Benzin, was es bei uns nicht gibt in Frankreich. Das teuerste Benzin, das so 105 Oktan hat. Das ist das Beste für Solex, weil in dem Benzin ist kein Ethanol. Okay. Ethanol macht alles kaputt, was Kunststoff ist. Ja. Kunststoff. Ja. Weil wir haben einen Kunststofftank, einen Kunststoffrücklauf. Und wenn einer kommt und er sagt, er kriegt den Deckel, nimmt er richtig auf, weil er die Zange nehmen muss. Das sind schon die Symptome vom Ethanol. Und dann bleibt dann der Motor wegen CO2 ausstoßen. Und der sagt für zwei Takt, ja, das. Das ist 5 Liter Benzin. Mhm. Ja. Komplett. Aber das Rote, nicht das Grüne und nicht das Blaue. Das Grüne ist halb synthetisch, das Blaue voll synthetisch. Das ist schon mehr alles. Ich hole das V-Power von Shell. Mhm. Und da haben wir nie Probleme und nie Sorge damit. Aber immer mit 1,50. Weil ich fahre immer mit 1,33 so. 1:50. Ja. Ja, das heißt, so Fläche da auf 5 Liter. So, bis auf 5 Liter. Okay. Dann haben wir 1:50. Wenn der Motor neu gemacht ist, neu gelagert ist, dann fährt er eine Tankfüllung etwas fetter. Mhm. Einfach, dass sich die Kolberinge einlaufen. Wie viel Benzin ist in so einem? 1,2 oder 1,3 Liter. Okay, aber das ist ja eine günstige Angelegenheit. Aber das mit dem Tankdeckel, den habe ich auch schon gehört. Da habe ich mir gedacht, was macht man da? Aber jetzt klar, jetzt wenn das sind die Symptome vom Ethanol. Ah, okay. Sehen Sie, und dann. Ja, was passiert mit dem Tankdeckel? Der verformt sich. Der verformt sich, ja, okay. Wenn der Tankdeckel nicht mehr aufgeht, ich hab mir extra Werkzeug gemacht. Wo ist denn? Das ist so. Die Ethanolkrankheit. Ja. Deswegen sage ich mir jeder, gebt ein bisschen mehr Geld aus, holt euch das teure Benzin, da gibt es kein Problem und nichts. Der Fachmann für Solex. Ja. Sehr gut. Also wie lange haben Sie dieses Hobby? 14 Jahre. 14 Jahre. Ich hätte jetzt gesagt 30 Jahre, nein, wenn ich das hier sehe. Fahren Sie selber mit dem Aspen? Bitte?
Bitte? Haben Sie auch die Maske hin? Ja. Ja? Das moderne Benzin verändert sich nach 5-6 Monaten. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Deswegen diese Solexe, wo stehen, wo ich vielleicht nur zweimal im Jahr mitfahre, die kriegen das. Mhm. Die haben das. Ja. Und das kann man lassen bis zu 3 Jahren. Nur die große Tankstelle. Ja, ja, ich weiß, das und, ist. Und ich mache dann noch ein bisschen Stabilisator neu. Super, 105. Okay. Mache noch ein bisschen Stabilisator neu und dann geht es ein halbes Jahr. Mhm. Und das, was ich jetzt über Winter, wenn gut Wetter ist, lasse es mal laufen. Ja, und im Frühjahr auf jeden Fall ein neues Benzin. Und es ist absolut wichtig, auch für mich, wenn einer kommt und er will einen Motor gemacht haben, nur verlange ich ihm auch den Auspuff. Ja, weil viele Leute sagen, ach, geben wir ein bisschen mehr, 2 Taktöl, dann läuft er besser, sich nicht wo. Der Auspuff geht zu. Und dann läuft er nicht mehr richtig. Ja. Und was haben wir gemacht? Früher, wenn der Auspuff zu ist, mein Löcher gebohrt. Mhm. Stimmt's? Nein, ich nicht. So. Alles gebrannt. Ich gehe jetzt her und mache die Auspuff unten auf, ja, und da ist Stahlwolle drin. Ja. Und dann hole ich die Stahlwolle raus und tue natürlich ausbrennen und mache sie wieder zu. Die Arbeit, naja. Die kannst du nur machen, wenn du Zeit hast, weil ein neuer Auspuff kostet, was kostet denn? 35, 40 Euro. Aber es ist wichtig, ich mache das immer, wenn ein Motor kommt und ich soll den Motor neu lagern, verlange ich immer den Auspuff. Und können Sie mir mal erklären, also dieser Ventilator, der simuliert dann jetzt so den Fahrtwind, oder? Ja. Also, oder wie sind Sie darauf gekommen? Wofür braucht man den? Ich hab lang gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Weil. Hier. Guck mal. Hier unter dem Kunststoffdeckel ist sowas wie. Wenn das läuft, das soll Ventilator machen. Ah, okay. Das soll Wind machen und. Und der Wind, der kommt da raus aus dem Schlitz. Okay. Ja, und blast hier auf den Zylinder. Okay. Also funktioniert dann richtig gut mit dem Ventilator. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe 2 Motoren so verbrannt, wo sie festgefahren sind und ich so auf dem Stand gehabt habe. Gibt und auch einer von den teuersten. Aber ist das der, wo der Herr das gern tauschen würde oder gern dieses... Es steht noch so einer da oben in der Garage. Der Brian Solex in New York, der will so einer. Das glaube ich. Da sage ich, nur schieben mal einer rüber. Okay. Ein amerikanisches Modell. Das, wo Robert Redford, der Tag... Ich kenne den Film, aber ich habe den... Ganz am Anfang fährt Robert Redford mit dem Solex in New York. Ich habe ganz am Anfang. Wie heißt der Film von Robert Redford? Die 3 Tage des Kondors. Die 3 Tage des Kondors. Da geht es darum, dass er, glaube ich, beim FBI, CIA irgendwo ist und dann auf einmal Leute erschossen werden und also da Machtspiele sind. Ja. Das ist. War das Mitte 70er? So, in der Tour. Ende 70er. Ja. Und diese Velo Solex, die existiert noch, also die ja, das ist ein in dem Film. Das ist das Exportmodell nach Amerika. Ah, ein bisschen anders in der Beleuchtung. Ja, okay. Jedes Land. Neulich habe ich das Exportmodell gesehen nach Schweden. Okay, da lohnt sich den Film mal anzugucken, nur wegen der Solex. Als 1987 MBK. Hm? Das war MBK. Es war Solex von 46 bis, sagen wir, ungefähr 80. Hm. 80 ist dann an Renault gegangen. Renault hat Solex gekauft. Mhm. Und Renault hat nach 9 Tagen an Motobécane verkauft. Ja, das kenne ich. Ja. Und Motobécane hat dann bis 85 und dann ist wieder verkauft worden und hat MBK übernommen. Mhm. Und dann war fertig. Und dann
sollte es nach China gehen. Das heißt, die ganze Firma, die Maschine, alles, 50 Container, sind auf dem Hafen von Le Havre stehen geblieben. Weil in China war der Aufstand von Tiananmen, wie in Frankreich im Mai 68. Und der Aufstand in China, das hat alles, wie bei uns, alles geändert. Ja? Und dann sind die Container stehen geblieben. Die sind niemals ab nach China. Bis der ungarische Ingenieur gekommen ist und hat alles bekommen für 1 Franc Saint-Bonnet. Okay. Und der hat in China aufgebaut, in Ungarn aufgebaut, hat aber die Lizenz nicht gehabt für Solex. Das heißt, er hat verkauft unter Impex. Das kenne ich, ja. Ja. Und der hat aber nicht die ganze Maschine können aufbauen. Das heißt, er hat schon Sachen machen lassen in China. Weil China hat ja das Solex auch gebaut, Hongdu. Das heißt, ich weiß, wenn ein ungarischer Solex kommt, weiß ich, die Zündung komplett raus. Die taucht nichts. Und das Polrad muss ausgedreht werden. Das war einfach nicht mehr Solex. So, jetzt zeige ich euch noch die Werkstatt. Das geht von der Aufkleber bis zum Werkzeug, was wir brauchen, hinten im Werkzeugkasten. Okay? Das fehlt ja meistens, ja. Ja. Gestern habe ich Luftpumpe bekommen. Und das ist ein Gerät, was haben wir hier? Das ist ein Gerät für die Speicher. Es hat nicht, früher hat es nicht Speicher gegeben, alle 2-3 mm in der Länge. Ja. Das ist vom Walljoch. Da hat er Lenk gehabt, dann hat er es abgeschnitten und hat hier ist eingespannt worden und hier ist das Gewinde drauf gedreht worden. Die Polräder, wo ausgedreht, wenn es kommt aus Ungarn. Ja. So, gibt es noch Fragen? Das nächste Mal schaue ich mir 10 Oldtimer für Einsteiger an. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Ihr unterstützt meinen Kanal damit.